Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Friedensprozess im Osten der Ukraine steht weiter auf der Kippe. Nach wochenlangen Kämpfen um Debaltseve hat sich die ukrainische Armee aus der strategisch wichtigen Stadt zurückgezogen. Heute gaben die Regierungstruppen den Eisenbahnknoten auf und überließen das Feld den pro-russischen Separatisten. International wird der Vorstoß der Rebellen verurteilt. Die Bundesregierung und die Europäische Union sprechen von einem schweren Verstoß gegen die vereinbarte Waffenruhe. Allerdings wird das Friedensabkommen von Minsk bisher nicht als gescheitert angesehen. Die Schlacht um Debaltseve haben die Ukrainer verloren. Das russische Fernsehen zeigt, wie die Separatisten ihre Flagge hissen. Sie sind erschöpft, viele verletzt. Die ukrainischen Soldaten haben wochenlang in Debaltseve ausgeharrt und gekämpft. 80% der dort Eingekesselten haben mittlerweile die Stadt über diese Straße verlassen. Sie haben Panzer und schweres Kriegsgerät mitgenommen. Bei einem Besuch seiner Truppen in Artjomowsk lobte Präsident Poroschenko die Tapferkeit seiner Soldaten. Die Enttäuschung über die Niederlage war ihm anzusehen. Ich danke Ihnen allen für Ihren heldenhaften Einsatz und Ihren Mut, den Sie 6 Monate lang bei der Verteidigung von Debaltseve unter Beweis gestellt haben. Nach Darstellung der Separatisten sollen hunderte Regierungssoldaten in Kriegsgefangenschaft geraten und viele getötet worden sein. Wir sind vom Osten in die Stadt vorgedrungen und haben so die Truppen aus Debaltseve verdrängt, sagt dieser Kommandeur der Separatisten. Mehr als 300 ukrainische Soldaten sollen sich nach Angaben der Separatisten ergeben haben. Die, die sich ergeben haben, werden gut versorgt, versicherte der russische Außenminister Lavrov. Sie konnten duschen und haben warme Kleidung bekommen. Die meisten ukrainischen Verletzten wurden in ein Krankenhaus im Nachbarort Artjomowsk gebracht. Es gibt keine Worte, das zu beschreiben, was wir erlebt haben, sagt dieser ukrainische Soldat. Wir sind auf dem ganzen Weg beschossen worden mit Maschinengewehren und Granatwerfern. Für die Soldaten ist der heutige Rückzug eine große Niederlage. Viele hatten bis zuletzt gehofft, die Stadt gegen die Separatisten verteidigen zu können. Zum Rückzug der ukrainischen Armee jetzt live aus dem Osten des Landes unsere Korrespondentin Birgit Firnig. Erleichterung ist spürbar, die Anspannung der letzten Tage und die Sorge um die eingekesselten Soldaten ist erst einmal vorbei. Doch die Menschen hier in den Ortschaften, in der Umgebung wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Die Separatisten haben nun ihre Frontlinie begradigt. Jetzt, nachdem sich die ukrainischen Truppen zurückgezogen haben, werden sie sich damit zufrieden geben? Das fragen sich die Menschen hier im Augenblick. Und dann wäre, wenn es so wäre, dann wäre Kramatorsk der nächste Ort, der bedroht wäre. Ein Ort, der bereits im Sommer von den Separatisten erobert wurde. Das, so sagen uns die Menschen hier, wollen sie nicht noch einmal erleben. An einen Waffenstillstand glaubt hier im Augenblick so recht keiner. Und damit zurück nach Hamburg zu Jan Hofer. Zum Konflikt in der Ukraine bringt das Erste heute auch einen Brennpunkt, direkt nach dieser Tagesschau. Griechenland will voraussichtlich morgen eine Verlängerung der internationalen Kredithilfen beantragen. Unklar ist allerdings weiterhin, ob die Regierung in Athen damit die Auflagen der Gläubiger akzeptiert. Die Eurogruppe hatte Griechenland eine Frist bis Ende der Woche gesetzt. Das aktuelle Hilfsprogramm läuft in 10 Tagen aus. Wann kommt sein Antrag? Die Eurogruppe wartet auf Post von Alexis Tsipras. Morgens heißt es noch, heute sei der Tag, später dann doch eher am Donnerstag. Und was will Griechenland? Tsipras sagt öffentlich nur so viel. Wir sind an einem kritischen Punkt bei diesen Verhandlungen. Kritisch und heikel. Wir werden Vorschläge machen und hoffen, damit die Hürden zu überwinden, sodass wir weiterkommen. Bis jetzt scheinen die Vorstellungen Griechenlands und der Eurogruppe schwer vereinbar. Die Geldgeber haben eine Verlängerung an Bedingungen geknüpft. Griechenland soll seine finanziellen Verpflichtungen einhalten. Das Land soll den erfolgreichen Abschluss des Programms anstreben. Einzelne Maßnahmen können verändert werden, aber nur in Absprache mit den Institutionen, wie die Troika jetzt heißt, und wenn sie finanziert sind. Eine Verlängerung, die allein dem Zwecke dienen würde, so eine Art
Brücke zu bauen oder Schirm aufzuspannen, um nur eine Zeit zu überbrücken. Das ist für die Eurogruppe nicht akzeptabel. Und Kommissionsvizepräsident Dombrovskis mahnt, die wirtschaftliche Situation entwickelt sich schnell, leider nicht zum Positiven. Auch Kommissionspräsident Juncker will sich zusammen mit der Eurogruppe für einen Kompromiss einsetzen. Am Ende aber liegt die Entscheidung bei den Regierungen der Euro-Staaten. Und die haben heute noch einmal ganz deutlich gemacht, was sie von Griechenland erwarten. Erst wenn ein Antrag aus Athen vorliegt, wird sich zeigen, ob es eine Basis für weitere Verhandlungen gibt. Griechenland und der Konflikt in der Ostukraine waren heute auch Themen der Reden beim politischen Aschermittwoch. Bei der CSU wurde Kritik an der neuen Athener Regierung laut. Die SPD warnte einmal mehr vor Waffenlieferungen in die Ukraine. Während die Opposition ihre Veranstaltungen für scharfe Kritik an der Regierung nutzte, blieben bei SPD und Union die deftigen Stammtischparolen weitgehend aus. Der Traum von politischer Größe. Nirgendwo kann sich die CSU diesem besser hingeben als in Passau am Aschermittwoch. Hier feiern die Anhänger der Christsozialen ihren Parteichef Seehofer bedingungslos. Hier bejubeln sie ihn, wenn er sich scharf gegen Armutsmigration aus dem Kosovo positioniert. Wir sind nicht das Sozialamt für den Balkan, liebe Freunde. Wer von Seehofer harte Verbalattacken gegen die SPD oder die Opposition erwartet hat, wird jedoch enttäuscht. Dafür unterstreicht der CSU-Chef noch einmal, dass er Stromtrassen nach Bayern derzeit ablehnt. Am Aschermittwoch Wind zu machen, das versucht in Vilshofen SPD-Chef Gabriel. Er bezeichnet Seehofers Haltung gegen die Stromtrassen als Unsinn und erklärt die CSU-Spitze zur Schlangengrube. Mein Freund Horst kann ich hier heute nicht vorführen. Das machen schon seine eigenen Ministerinnen und Minister, die reden schon schlecht genug über ihn, muss ich nicht machen. Der grüne Parteichef Özdemir arbeitet sich in Landshut an Schwarz-Rot ab und wirft Seehofer vor, seine Politik so schnell zu ändern, dass man kaum hinterherkomme. Schon während du es aufschreibst, ist es veraltet, weil es nicht mehr seine Position ist. Deshalb habe ich mir einfach vorgenommen, ich sage möglichst wenig über ihn. Und auch Linken-Chef Gysi hat es auf die CSU abgesehen und gibt dabei gleich noch CDU und SPD eine mit. Ich fand also im Unterschied zu euch das Plakat der CSU, wer betrügt, der fliegt gut. Ich weiß bloß nicht, wo wir mit der ganzen Bundesregierung hin sollen, ehrlich gesagt. Verbal weniger deftig die CDU-Chefin in Mecklenburg-Vorpommern. Merkel will sich weiter darum bemühen, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität wiedererlangt. Aber genauso werden wir alles dafür tun, immer wieder zu sagen, wir wollen, dass Russland wieder unser Partner wird. Wir wollen es nicht gegen Russland, sondern mit Russland machen, meine Damen und Herren. Nicht nur für Merkel also kein gewöhnlicher Aschermittwoch. Die außenpolitischen Umstände lassen der Kanzlerin und den anderen Parteichefs diesmal weniger Spielraum für den innenpolitischen Schlagabtausch. Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue Streiks angekündigt. Zum 7. Mal in diesem Tarifkonflikt. Zum genauen Zeitpunkt und zur Dauer machte GDL-Chef Wieselski zunächst keine Angaben. Die Bahnkunden würden rechtzeitig informiert. Die GDL pocht im Tarifstreit weiter auf Eigenständigkeit. Die Bahn will dagegen mit den konkurrierenden Gewerkschaften GDL und EVG identische Verträge abschließen. Der inzwischen bundesweit bekannte Düsseldorfer Raucher Friedhelm Adolfs hat einen rechtlichen Etappensieg erzielt. Der 76-Jährige darf vorerst in seiner Wohnung bleiben. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass die fristlose Kündigung vom Landgericht Düsseldorf neu überprüft werden muss. Die Vermieterin hatte die Kündigung damit begründet, dass die Nachbarn durch den Zigarettenqualm unzumutbar belastet würden. Die Vorinstanzen hatten das Vorgehen gebilligt. Eine kurze Zigarette vor der Verhandlung heute früh. Friedhelm Adolfs ist Raucher und darum soll er seine Mietwohnung verlassen. Die Nachbarn im Haus fühlen sich gestört. Dabei raucht Adolfs dort nur in seinen eigenen vier Wänden. Und ich laufe ja nicht durch ein Treppenhaus und puste da durch die Gegend, ne? Also. Trotzdem stinke es im Flur des Mehrfamilienhauses nach Rauch, so das Argument der Vermieterin. Das Landgericht Düsseldorf hatte der Räumungsklage stattgegeben, aber heute hob der BGH dieses Urteil auf. Einem langjährigen Mieter wegen einfacher Geruchsbelästigung zu kündigen, gehe nicht. Es müsse eine ganz erhebliche, nachhaltige Störung vorgelegen haben. Dafür gebe es bislang keine ausreichenden Beweise.
Das Landgericht hatte keinen Ortstermin durchgeführt, es hatte nur einen einzigen Zeugen angehört, keine Schadstoffmessung oder Ähnliches vorgenommen und diese Grundlage reichte keinesfalls aus, um eine außerordentliche Kündigung des Mieters zu rechtfertigen. Der Mieterbund rät angesichts des heutigen Urteils Rauchern und Nichtrauchern zum Dialog. Denn letztlich, auch wenn es durch alle Instanzen bis zum Bundesgerichtshof geht, kommt ein Kompromiss zwischen den Interessen des Rauchers und den Interessen des Nichtrauchers raus. Das kann man auch außergerichtlich selber erreichen. Friedhelm Adolfs kann also fürs Erste in seiner Wohnung bleiben. Den Zwischensieg feierte er auf seine Art mit einer Zigarre. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer ist die deutsche Vereinigung offenbar auch in den Köpfen der Menschen weitgehend angekommen. Diesen Schluss legt eine groß angelegte Studie nahe, die im Auftrag der Bundesregierung erstellt wurde. Darin geht es um die Einstellungen der Deutschen seit der Wiedervereinigung. Ein Fazit: Die Trennlinien verlaufen heute weniger zwischen Ost und West als vielmehr zwischen den Generationen. Mauerfall und deutsche Einheit, das erste gesamtdeutsche Silvester am Brandenburger Tor 1990. Die Euphorie schien damals grenzenlos. Doch ziemlich schnell kam für viele Ostdeutsche die Ernüchterung. Arbeitslosigkeit, gebrochene Biografien bis hin zum Identitätsverlust. Der Abriss des Palastes der Republik, für viele Ostdeutsche ein Symbol dafür. 25 Jahre nach der friedlichen Revolution, fragt die Studie, sind wir ein Volk? Ob man noch in Ost und West unterscheidet, ist danach eine Generationenfrage. Insgesamt kann man sagen, dass die Jüngsten, also diejenigen, die nach der Wiedervereinigung geboren sind, kaum noch Unterschiede nach ost- oder westdeutscher Herkunft aufweisen. Sie sind sich einig darin, dass sie beispielsweise globaler ausgerichtet sind. Zu Beginn war die Zustimmung zur Demokratie im Osten deutlich geringer als im Westen. 1991 unterstützen nur 41% der Ostdeutschen die Demokratie, im Westen sind es 77%. Im Jahr 2014 lag der Wert im Osten bei 72 und im Westen bei 80%. Ein weiterer Befund, dass Frauen im Osten zum größten Teil berufstätig waren, hat auch im Westen zu einem Umdenken geführt. Hier hat Westdeutschland sich auf den Weg einer nachholenden Modernisierung nach dem Beispiel Ostdeutschlands gemacht. Die größten Unterschiede gibt es noch in der Bewertung der DDR. Dass die DDR eine Diktatur war, geben 70% der Ostdeutschen und 82% der Westdeutschen an. Beim Begriff Unrechtsstaat gibt es nur geringe Einigkeit. 46% der Ostdeutschen sehen die DDR als Unrechtsstaat, im Westen sind es mit 71% deutlich mehr. Gemeinsam feiern im vergangenen November Ost und West den Mauerfall vor 25 Jahren. Trotzdem fasst die Ostbeauftragte der Bundesregierung die Studie so zusammen: Wir sind vereint, aber noch nicht eins. Eine Kurzfassung der Studie finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem haben wir Persönlichkeiten aus Politik und Kultur befragt, was deutsche Identität für sie bedeutet. In Istanbul hat heftiger Schneefall große Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Am Flughafen Atatürk, dem wichtigsten Drehkreuz der Türkei, musste der Betrieb für mehrere Stunden eingestellt werden. Zahlreiche Flüge wurden gestrichen. Auch im Straßenverkehr sorgte der Wintereinbruch für Chaos. Tausende Autofahrer blieben im Schnee stecken. Es kam zu zahlreichen Unfällen. Auf dem Bosporus wurde der Schiffsverkehr bereits gestern teilweise eingestellt. Die Schulen in Istanbul blieben geschlossen. Und hier die Lottozahlen: 24, 27, 31, 42, 44, 46. Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 19. Februar. Das Hoch, das sich zum Balkan verlagert, sorgt morgen bei uns nochmals für ruhiges, teilweise trübes Wetter. Zum Wochenende haben wir es dann mit Tiefs vom Atlantik zu tun. Im Laufe der Nacht breiten sich wieder Nebel- und Hochnebelfelder aus. Im Osten und im südlichen Bergland ist es teilweise klar. Am Tag mancherorts zäher Nebel. Die Sonne zeigt sich schon im Süden und Osten, später dann auch in vielen anderen Regionen. Im Süden weht der Wind schwach, Richtung Norden mäßig, im Nordwesten frisch und stark böig, an der Nordsee und in einigen Hochlagen auch stürmische Böen. In der Nacht 3 Grad an der nordfriesischen Küste, stellenweise unter minus 10 Grad an den Alpen. Am Tag minus 1 Grad bei Dauernebel und bis plus 10 Grad im Norden. Am Freitag regnet es im Nordwesten zeitweise, gegen Abend lebt der Wind auf. In der Südosthälfte abseits von Nebelfeldern Sonne. Am Samstag an der Ostsee zunächst viel Wind, gebietsweise Regen oder Schauer, im Bergland Schnee. Der Sonntag beginnt freundlich, später im Nordwesten neuer Regen und Wind.
Um 22.30 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Land ohne Ausweg. Was die Niederlage in Debaltseve für die Ukraine bedeutet.